ich habe einen Spieler gefunden, den Johannes Ehemann. Offensichtlich, so wie er läuft, verletzt. Deswegen auch nicht auf dem Eis. Daher meine erste Frage. Warum spielst du heute nicht mit? Ich habe mir am Donnerstag im Training das Knie verdreht. Und die Diagnose steht noch aus. Ich habe morgen früh um 7 Uhr MRT. Die Kreuzbänder sind heile. Wir wissen leider Gottes noch nicht, was das ist. Ich würde gerne mit auf dem Eis stehen. Ja, das ist klar. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du da gern mithilfst und auf der Tribüne mehr leidest. Noch eine Frage zum Spiel. Starker Beginn von Halle, auch so an sich technisch starkes Spiel. Was sagst du selber? Ich bin ehrlich gesagt begeistert von dem Spiel. Für dich als technisch starken, läuferisch starken Stürmer sicherlich ein interessantes Spiel. Relativ wenig Körper aufgrund der vielen langen Pässe, aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Was sagst du denn als aktiver Profi zu so einem Spiel? Ja, also wir haben super begonnen. Das erste Drittel war extrem stark, so wie wir normalerweise auch spielen können. Leider Gottes im zweiten Drittel dann am Anfang ein blödes Gegentor bekommen. Sind wir jetzt ein bisschen von der Rolle, spielen nicht so wie im ersten Drittel. Schnelles Spiel, Herne zieht das Spiel wirklich breit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr auf den Körper fahren. Aber wir werden das Ding jetzt dann, glaube ich, auch noch wieder drehen. Und es ist ein offenes Spiel, technisch stark, Herne stark und wir machen das schon. Genau, kleines Markenzeichen vom Trainer, vom Herbie ist ja schon fast das Reihenwechseln. Heute wieder auch neue Sturmreihen, gerade die Heatley-Reihe in der Form auch noch nicht zusammengespielt. Gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, was die Jungs da machen. Die Reihe funktioniert. Was sagst du zu den Reihen, wie sie zusammengestellt sind? Also jetzt vor allem die Stürmer? Ja, also die erste Reihe Musienko-Francis. Ich glaube, die beiden gehören zusammen. Mit Wallasek nochmal ein sehr, sehr starker Spieler und schneller Spieler mit dabei. Das macht natürlich Musienko und Francis auch ein bisschen mehr Spielraum, glaube ich. Die zweite Reihe extrem technisch versiert. Wer Sergej den Puck nehmen will, der muss ihn, glaube ich, faulen. Bezuska genauso. Die müssen, glaube ich, noch ein bisschen vielleicht einfacher spielen und einfach direkt den Abschluss suchen. Die dritte Reihe macht einen super Job. Knauber, wirklich ein Fighter. Strippi genauso ein Fighter. Hiti spielt gute Pässe. Aber ich finde Strippi heute defensiv wirklich stark, hat Ideen und die bringen den Puck gut raus, kreieren Chancen vorne. Also ich glaube, die Konstellation ist heute sehr anständig. Genau. Vielen Dank und gute Besserung, Jo.